Bevor es losgeht, möchte ich direkt erstmal eine Triggerwarnung aussprechen. Mir wurde es richtig schlecht, als ich das folgende Video oder Audio gehört habe. 911. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he just came from a neighbor's house and we know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry and he's thirsty. Ruby Frankie is his mom's name. Her name is Jody Hildebrand and she lives two doors up the street. His ankles are taped up and he won't tell us why. He has duct taped around each ankle. This kid has obviously been... I think he's been detained. He's obviously covered in wounds. Okay. He says what's happened to him is his fault. Ein abgemagerter Junge mit Klebeband um den Knöcheln steht bei seinen Nachbarn vor der Tür und fragt nach Essen und Trinken. Er wurde offensichtlich misshandelt, aber er ist der Meinung, das, was ihm passiert ist, war seine eigene Schuld. Der Junge kommt ins Krankenhaus. Als die Polizei bei seiner Mutter, Ruby Frankie, vorbeischaut, finden sie noch ein weiteres Kind, was total abgemagert ist und auch ins Krankenhaus muss. Das Schlimme an dieser ganzen Sache ist aber nicht nur der Kindesmissbrauch, sondern dass Ruby Frankie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht. Ruby Frankie ist eine Momfluencerin, die auf ihrem YouTube-Account 8 Passengers über 2 Millionen FollowerInnen hatte und die nicht gerade ein Geheimnis aus ihren, sagen wir mal, fragwürdigen Erziehungsmethoden gemacht hat. Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, abonniert super gerne meinen Kanal und schaut auch mal auf meinem Insta-Kanal vorbei, da nehme ich euch in den Storys so ein bisschen mit, gebe da auch immer wieder Input und es gibt jeden Tag ein neues Reel. Ruby Frankie war eine erfolgreiche Familienbloggerin. Sie teilte hauptsächlich Familienblogs und dazu gehörten eben auch intime Details ihrer Kinder wie Name, Wohnort, Geburtsdaten, aber eben auch sowas wie die erste Periode oder das erste Mal rasieren. Aber nicht nur das, weil das machen ja relativ viele Familienblogger, sondern sie teilte auch ihre Erziehungsmethoden. In this home, you don't get personal space, because this is my space. If you want your own personal space, you'll need to get your own space. This is mine. And as long as you're living in my home, it is my job to know everything about you. You don't get to sneak, you don't get to hide, you don't get to have secrets. Not in my house. Do you see how loving that is? Ich habe diese Clips aus dem Video von Kaiser. Ich denke, man spricht das so aus, keine Ahnung. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Infobox. Schaut euch das Video gerne ergänzend noch an. Ruby Frankie spricht also offen darüber, wie sie in die Privatsphäre ihrer Kinder eingreift, macht sich sogar ein bisschen darüber lustig und macht das auch öffentlich. Also liest zum Beispiel öffentlich WhatsApp-Nachrichten ihrer Tochter vor in Vlogs. Ich muss sagen, ich hätte es damals schon mega schlimm gefunden, hätte meine Mutter einfach nur so meine Nachrichten durchgelesen. Aber öffentlich? Wow. Das Lesen der Textnachrichten ist so schon so ein krasser Eingriff in die Privatsphäre und das Ganze dann auch noch öffentlich zu teilen, ist einfach, wow, absolutes No-Go. Außerdem prahlt sie auch mit Erziehungsmethoden, die eigentlich ziemlich eindeutig Kindeswohlgefährdung sind. Zum Beispiel verlangt sie von ihrem dreijährigen Kind, dass es sich selbst einen Wecker stellt, um dann morgens rechtzeitig für die Kita aufzustehen. Und generell verweigert sie ihren Kindern einfach sehr oft das Privileg zu essen. Unless you find a friend who's willing to share some of their food with you, I don't think you're going to be able to eat. And I'm really sorry you're learning this the hard way. I'm only going to say it one more time and then you're going to lose the privilege to eat dinner. Stop crying or I'm going to have you go upstairs and you won't have any breakfast. Generell bestraft sie ihre Kinder irgendwie für so komplett normales Verhalten. Es ist zum Beispiel sehr normal, dass Geschwister sich auch mal streiten. Hier hat zum Beispiel der große Bruder seinem kleinen Bruder erzählt, dass sie zu Disneyland gehen, obwohl es gar nicht gestimmt hat, hat das Ganze aber auch selbst aufgelöst und hat dafür aber das Privileg eines Zimmers verloren, beziehungsweise auch eines Bettes und musste 7 Monate lang im Wohnzimmer auf einem Sitzsack schlafen. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. I've been sleeping on a beanbag since October. Chad didn't get any room. Mm-hmm. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family room. Okay. Do you think it's funny because... And then I walk out and... If you think it's funny, then you... That was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. It,
It was not fun. So, und nochmal, das sind alles Inhalte, die sie auf ihrem Kanal geteilt hat und ihr Kanal hatte über 2 Millionen Follower. Natürlich gab es Gott sei Dank Menschen, die diese ganzen Erziehungsmethoden fragwürdig fanden und die das Ganze dem Jugendamt gemeldet haben, über Jahre hinweg. Aber das Jugendamt hat nichts dagegen unternommen. Erst als dann dieser Notruf kam und diese Kinder eben halb verhungert gefunden wurden, kam Ruby Frankie endlich vor Gericht und wurde zur Rechenschaft gezogen. Aber über diese Zeit, in der Ruby Frankie einfach weiterhin ihren Content geteilt hat, hatte sie natürlich nicht nur Leute, die das kritisch gesehen haben, sondern auch super viele Fans, die sie gefeiert haben und die bestimmt auch ihre Erziehungsmethoden nachgeahmt haben, so wie das mit Vorbildern auf Social Media eben ist. Und ich finde, es sagt irgendwie schon ziemlich viel über unsere Gesellschaft aus, dass so ein Account so lange existieren kann. Überhaupt, dass YouTube diesen Account nicht sperrt oder runternimmt. Ich meine, das ist auch nicht der einzige Account, der existiert, auf dem Kinder irgendwie bloßgestellt werden. Und dass es irgendwie gesellschaftlich akzeptiert wird, dass vor laufender Kamera Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung stattfindet. Wenn wir von Kindesmisshandlung sprechen, dann geht es um alle Verhaltensweisen oder Handlungen, die dem Kind entweder emotionale oder körperliche Gewalt antun. Wenn Kinder zum Beispiel als Erziehungsmaßnahme geschlagen werden, handelt es sich um eine körperliche Misshandlung. Wenn ein Kind beschimpft, angeschrien, auf irgendeine Art bloßgestellt wird, wenn es isoliert wird oder Liebesentzug stattfindet, also wenn es zum Beispiel auch aufs Zimmer geschickt wird, um bestraft zu werden und dann eben von dem Rest der Familie isoliert wird, dann spricht man von emotionaler Gewalt. Beim Kindesmissbrauch liegt mehr das Ausnutzen des Kindes im Fokus. Körperlicher Missbrauch wäre es zum Beispiel, wenn man dieses Abhängigkeitsverhältnis, was Kinder zu ihren Eltern haben, dazu ausnutzt, um bei dem Kind ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen. Das wäre dann sowas wie Kinderarbeit, ist aber auch häufig etwas, was dann eben beim sexuellen Missbrauch stattfindet. Seelischer Missbrauch ist es, wenn ein Kind zum Beispiel manipuliert oder unter Druck gesetzt wird und immer wieder Grenzüberschreitungen stattfinden, insbesondere bezogen auf die Prinzipien und Werte des Kindes, aber eben auch so etwas wie Gaslighting, um bestimmtes Verhalten hervorzurufen. Also zum Beispiel auch sowas zu sagen wie, hör auf zu weinen, das gibt keinen Grund dazu, sonst gebe ich dir gleich einen richtigen Grund oder sowas. Vielleicht denkt ihr euch jetzt bei den Beispielen, die ich gewählt habe, dass es doch gar nicht sein kann, dass das jetzt schon als Missbrauch oder Misshandlung gilt. Weil ich meine, ein Kind anschreien oder aufs Zimmer schicken, das ist doch eigentlich normal. Zumindest entspricht es der Lebensrealität von sehr vielen Kindern. Natürlich ist es offensichtlich falsch, ein Kind zu fesseln und fast verhungern zu lassen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Nur eben sind auch viele gängige Erziehungsmethoden komplett überzogen und einfach eine Form von Gewalt. Aber ich glaube, weil diese Gewalt gegen Kinder so sehr verharmlost wird in unserer Gesellschaft und als Erziehung belabelt wird, konnte dieser Kanal so lange existieren und niemand hat wirklich was dagegen unternommen. Gewalt gegen Kinder ist auf Social Media noch so salonfähig, dass es immer noch ganze Accounts und Trends gibt, die sich nur um dieses Thema quasi drehen. Natürlich nennen sie es nicht Gewalt oder Missbrauch, sondern Prank oder Challenge, aber es ist eben de facto Gewalt und Missbrauch. Das hier ist eine Challenge, bei der auf weinende Kinder ein Stück Käse geworfen wird. Stellt euch mal vor, ihr seid am Weinen und euer Partner oder eure Partnerin kommt an und anstatt euch zu trösten, ihr wollt getröstet werden, ihr sagt, hey, tröstest du mich, ich brauche dich gerade. Und anstatt euch zu trösten, kommen sie an und werfen euch ein Stück Käse ins Gesicht. Und genau deshalb bin ich der Meinung, dass Kinder nicht wie vollwertige Menschen gesehen oder behandelt werden, weil das Weinen von Kindern ist irgendwie unnötig. Ach, die weinen halt. Kinder weinen halt ständig. Ist doch egal. Kann man einfach mit Käse beschmeißen. Hauptsache, die sind ruhig. Oder auch diese gerade sehr aktuelle Challenge. Mir bricht es das Herz, sowas zu sehen. Dieses Kind guckt so traurig und die Mutter lacht es die ganze Zeit aus. Wie kann man so sein? Okay, ready? 1, 2, 3. Hey! That was a very nice. That was a very nice. Can I do it to you? Hier verhält sich das Kind erwachsener als die Erwachsenen. Das Problem an diesen Challenges ist hauptsächlich das Machtgefälle, was zwischen Eltern und Kind besteht. Im Endeffekt gibt es solche Challenges auch zwischen Paaren oder zwischen FreundInnen, aber zwischen Eltern und Kind ist einfach nicht
dasselbe Verhältnis, weil Kinder sind auf die Fürsorge ihrer Eltern angewiesen. Deshalb sagt der Junge am Anfang in diesem Notruf auch, dass es seine Schuld ist, was passiert ist. Kinder beziehen immer alles auf sich und sind der Meinung, ihre Eltern haben Recht mit dem, was sie tun, und sie selbst sind eben immer die Schuldigen. Und dieses Machtgefälle, was eben zwischen Eltern und Kind existiert, wird in solchen Videos einfach komplett ausgenutzt. Kinder sind die Schutzbefohlenen ihrer Eltern, und es sollte eigentlich bedeuten, dass die Eltern eben besonders feinfühlig und sensibel mit diesem Machtgefälle umgehen und es eben nicht für den eigenen Vorteil nutzen oder sogar ausnutzen. Dass Kinder nicht wie vollwertige Menschen behandelt werden und dass viele noch der Ansicht sind, Kindern Gewalt anzutun, wäre unter bestimmten Umständen vollkommen legitim, und eben eine Erziehungsmethode sehe ich unter anderem immer wieder in den Kommentaren unter meinen Videos. Als ich als Kind Löcher in meinen Pulli geschnitten habe, hat meine Mutter Löcher in mein Lieblingskuscheltier geschnitten. Wir haben dafür früher einen auf den Arsch bekommen. War das richtig? Nein. Hat es uns geschadet? Nein. Wir sind dafür aber auch keine Weicheier geworden. Hoch, liebe Gürtel. Nach einem Hieb passiert das nie wieder. Ohne Schläge keine richtige Erziehung. Ignorieren und weiterlaufen, lange vorher schon klar machen, wenn es bockig und laut wird, gibt es nichts, auch keine Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt einfach nur ein paar Beispiele rausgesucht, um deutlich zu machen, wie viele Menschen noch die Aussage treffen, Gewalt gegen Kinder ist als Erziehungsmethode legitim und angebracht. Für die meisten Menschen ist das Bild noch relativ tief verankert, dass Kinder einfach funktionieren müssen. Es wird einfach komplett außer Acht gelassen, dass ein Kind emotional und kognitiv noch nicht auf demselben Stand ist wie eine erwachsene Person. Dass sich das Gehirn von Kindern noch sehr lange weiterentwickeln muss. Stattdessen wird von Kindern erwartet, dass sie sich einfach verhalten wie kleine Erwachsene, dass sie schon alle sozialen Normen und Regeln kennen und dass sie immer das tun, was ihre Eltern von ihnen verlangen. Und wenn sie das einmal nicht tun, dann werden sie dafür bestraft und erniedrigt. So viele Kinder werden wie Leibeigene ihrer eigenen Eltern behandelt und sie dürfen keinen eigenen Willen, keine eigene Meinung und keine eigene Persönlichkeit haben. Diese Einstellung zeigt sich auch in TV-Formaten wie Train Your Baby Like a Dog. Kein Scherz, also trainiere dein Baby wie einen Hund. Eine britische Serie, Show, in der eine Hundetrainerin Babys oder Kinder mit Leckerlis klassisch konditioniert. Nein, diese Serie ist nicht von 1950, sondern von 2019 und wurde auf RTL ausgestrahlt. Dieses Bild von Kindern, die einfach tun und lassen sollen, was ihre Eltern ihnen sagen und irgendwie auch keine eigenen Rechte haben, ist noch so tief in so vielen Köpfen verankert, dass es meiner Meinung nach auch kein Wunder ist, dass solche Familienaccounts oder Trends existieren und unhinterfragt konsumiert werden und dass die meisten es irgendwie als lustig empfinden, wenn Kinder erniedrigt werden. Wir sind es so gewohnt, dass Kinder herumkommandiert, missbraucht, misshandelt und erniedrigt werden, auch in öffentlichen Räumen, dass es schon fast irgendwie gewöhnlich ist und dann eben auch auf Social Media nicht hinterfragt wird. Ich habe auch mal dieses Video hochgeladen. Ich war gerade einkaufen und da war eine Mutter mit ihrem so circa 3 Jahre alten Kind und das Kind wollte irgendwas haben. Die Mutter wollte es halt nicht, so ist eine klassische Situation. Und die Reaktion der Mutter hat mir echt fast das Herz gebrochen. Sie hat ihr 3-jähriges Kind angebrüllt, dass es aufhören soll zu weinen, hat gesagt, dass sie jetzt ohne das Kind geht, dass es keinen Grund gibt zu weinen. Das Kind hat sie angefleht, dass es auf den Arm genommen wird und die Mutter hat gesagt, nein, Ruhe jetzt. Also dieses ganze Paket an emotionaler Erpressung, und ich meine, es ist klar, dass ein Kind nicht alles im Supermarkt bekommt, aber dann gehe ich halt runter zu dem Kind und sage, hey, ich kaufe das nicht, wir haben das noch zu Hause, wir haben noch was anderes zu Hause, du isst es nicht, welcher Grund auch immer, wir haben nicht genug Geld, um jede einzelne Sache zu kaufen, die du haben möchtest. Ich nehme dich in den Arm so, ich tröste dich, verstehe, dass dich das wütend macht und enttäuscht, nur kaufen werde ich es dir trotzdem nicht. Aber ich muss nicht sagen, hör auf zu flennen, ich muss nicht sagen, ich gehe ohne dich, wenn du hier so ein Theater machst. Das ist alles nicht nötig, um einem Kind beizubringen, dass man nicht alles im Supermarkt kaufen kann. Man kann Grenzen auch setzen, ohne andere dabei zu verletzen. Und so viele Kommentare gingen in diese Richtung. Ich finde das auch nicht in Ordnung, keine Frage. Aber manchmal weiß man auch absolut nicht, was dahinter steckt. Was ist der Mutter an dem Tag schon alles passiert? Und sie ist eventuell einfach total erschöpft. Ich gebe dir recht, allerdings weißt du ja auch nicht, was die Mutter an dem Tag schon alles erlebt hat. Ja, ich weiß, man soll nichts an anderen auslassen, aber wer weiß, warum die Mutter so reagiert hat. Und ich meine, ich verstehe den Punkt. Ich habe selbst 2 Kinder, ich weiß, wie krass man manchmal an seine Grenzen kommt und ich weiß, wie man sich manchmal fühlt. Aber das ist doch keine Entschuldigung, das am Kind auszulassen. Natürlich kann es mal passieren, dass ich aus der Haut fahre und lauter werde. Aber dann entschuldige ich mich doch genau in dem Moment, in dem ich bemerke, dass ich mich gerade unfair verhalte und
vor allem nehme ich mein Kind doch auf den Arm, wenn es mich anfleht, getröstet zu werden und sage nicht, nee, und wenn du jetzt nicht aufhörst zu schreien, dann gibt's heute kein Eis mehr für dich. Aber wenn ein Kind weint, wird es immer noch als bockig und als Fehlverhalten eingestuft. Weil so viele nicht checken, dass ein Kind in dem Alter das definitiv nicht macht, um irgendwie zu manipulieren, weil es kognitiv, also von seiner Gehirnentwicklungsreife, von seiner Gehirnreife noch gar nicht dazu in der Lage ist zu manipulieren. Sondern dass da ganz andere Ursachen mit reinspielen, wenn das Kind in so einer Situation einen Wutanfall bekommt. Und dass es in dem Moment wirklich einfach unendlich traurig ist. Zum Thema Manipulation und was da eigentlich mit so einem Kind los ist, wenn es sich weinend im Supermarkt auf den Boden schreit, habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich werde es euch nochmal in der Infobox verlinken, falls euch das Thema mehr interessiert. Im Grunde genommen ist das Problem einfach, dass das Verhalten der Mutter in so einer Situation immer noch als normal gilt, weil das Kind verhält sich ja falsch. Und dass es auf eine Art immer noch legitim ist zu sagen, hey, ich habe mein Kind geschlagen, aber es ist auch echt super nervig gewesen und ich war total gestresst, weil mein Kind so nervig war. Es gab Zeiten, da war es normal, dass Männer sowas über ihre Ehefrauen gesagt haben. Da war die Frau eben mal wieder aufmüpfig und hat nicht gespurt und da musste der Mann sie verprügeln, damit sie wieder weiß, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist. Nichts anderes ist das, was tagtäglich mit Kindern passiert. Und diese Einstellung, also dieses Entschuldigen der Mutter, obwohl sie sich eindeutig falsch verhalten hat, zeigt eben ganz eindeutig, dass Kinder und Erwachsene gesellschaftlich nicht auf derselben Stufe stehen. Dass Kinder in den Augen vieler Menschen nicht denselben Wert haben wie Erwachsene und deshalb nicht dieselbe Behandlung wert sind wie Erwachsene. Aber wenn ich gestresst bin und mich nicht auf die Ketten kriege, ist es nicht die Schuld meines Kindes. Kinder sind nicht für die Emotionen ihrer Eltern verantwortlich und Kinder sind nicht dafür verantwortlich, dass ihre Eltern sich gut fühlen. Und eine erwachsene Person hat auch nicht das Recht dazu, Kinder für ihre Emotionen verantwortlich zu machen. Auch das ist eine Form von Missbrauch. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass Familienblogger das Problem sind. Vielmehr sehe ich diese Videos und Challenges als ein Symptom. Und das eigentliche Problem ist, dass Kinder in unserer Gesellschaft eben nicht wie vollwertige Menschen behandelt werden. Weil diese Inhalte und Videos würden nicht existieren, wenn niemand sie konsumieren würde. Wenn alle einfach nur finden würden, dass es abartig ist, wie diese Kinder behandelt werden, wenn es vielleicht sogar strafbar wäre, sein Kind so zu behandeln. Und wenn Eltern voll und ganz bewusst wäre, dass ihre Kinder von Anfang an eigenständige Persönlichkeiten sind und auf derselben Stufe stehen, was ihren Wert angeht, wie Erwachsene, dann würden solche massiven Eingriffe in die Privatsphäre des Kindes auch nicht stattfinden. Und vielleicht müssen wir uns dann auch manchmal selber nochmal fragen, was für Inhalte wir konsumieren und ob das eigentlich in Ordnung ist, was wir da sehen, oder ob es vielleicht in die Privatsphäre der Kinder eingreift. Wenn Kinder gesellschaftlich denselben Wert hätten wie Erwachsene und wir Erwachsenen auch mehr sensibilisiert wären, was den richtigen Umgang mit Kindern angeht, dann würden solche Formate, in denen Kindern irgendwie Eier an den Kopf geschlagen werden, einfach nicht gut ankommen. Und ich denke, das kann man dadurch erreichen, indem man einfach immer mehr aufklärt, immer mehr dafür sensibilisiert, wie kindliche Entwicklung funktioniert, warum Kinder sich eben manchmal auf den Boden schmeißen, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und dass man mit ihnen dementsprechend auch anders umgehen muss, dass sie deshalb aber nicht weniger wertvoll sind und dass ihre Emotionen und Gefühle deshalb nicht weniger wertvoll sind. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie sind eigenständige Menschen, sie sind nicht das Eigentum ihrer Eltern und Kinderrechte sind Menschenrechte. So, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da, abonniert meinen Kanal und kommentiert super gerne, was ihr von diesem ganzen Thema haltet. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.